Hallo und frohes neues Jahr zu diesem neuen Video. Heute gibt es ein Favoritenvideo und ich würde nicht unbedingt sagen, dass es ein Favoritenvideo ist, wo man sich festlegen könnte, das sind jetzt Monatsfavoriten oder das sind jetzt Jahresfavoriten aus 2021, sondern das sind einfach Favoriten für mich, weil es sind ein paar Produkte dabei, die ich wirklich schon seit Jahren benutze. Und es sind auch ein paar Sachen dabei, die ich erst seit kürzerer Zeit benutze. Und dann gibt es auch noch ein Produkt in eigener Sache, mein allererstes eigenes Produkt, das ich euch sehr gerne zeigen möchte. Deswegen bin ich natürlich auch sehr aufgeregt, was ihr dazu sagt. Und ich fange einfach direkt mal an mit einem Produkt, das ich schon seit Jahren benutze. Und das ist dieses Augenserum hier. Ich halte es mal in die Kamera. Und zwar ist das ist bei Lea Beauty Effect Eye and Lip Serum. Und das benutze ich wirklich schon seit Jahren. Jeden Morgen und jeden Abend. Unter der normalen Augencreme übrigens. Weil es ist ja ein Serum mit Hyaluronsäure. Und das gibt der Haut so viel Feuchtigkeit, dass wirklich diese Fältchen, die morgens unter den Augen sichtbar sind oder eben abends auch nach der Gesichtsreinigung sichtbar sind oder deutlich sichtbar sind, dass die total gemildert werden. Und das ist für mich, also wenn ich habe davon immer jede Menge schon in Reserve, weil ich ohne dieses Augenserum überhaupt nicht, was heißt nicht leben kann, aber da fühle ich mich einfach nicht wohl. Und damit habe ich auch schon meinen Mann angesteckt, weil der das auch schon benutzt, weil das ist einfach unheimlich angenehm, dass die Haut wird sofort, also so prall, die ganze mit Feuchtigkeit versorgt. Und was ich übrigens auch immer mache, das habe ich ganz früher mal in einem Video euch auch gesagt, ist, dass ich das nie einfach so auftrage, sondern immer vorher so ein Thermalwasserspray. Ich halte es mal rein in die Kamera, ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Das ist jetzt hier eins von Avène, ein ganz normales Thermalwasserspray. Damit sprühe ich vorher die Bereiche, die ich im Gesicht eincremen möchte, also als eben die Augen zuerst. Und dann gebe ich erst das Serum auf und klopfe das dann mit den Fingern ein. Und eben den Rest, den ich dann an Fingern habe, noch um die Lippenkontur so rum. Und das mache ich schon seit so langer Zeit. Und da bin ich echt Fan von. Das kostet wenige Euro. Und also testet es mal aus, vielleicht benutzt ihr das ja auch oder benutzt ein anderes, aber das hier, ich habe auch schon andere benutzt, das ist eben wirklich so ein Durstlöscher für die Haut. Das finde ich wirklich richtig toll, das Produkt. Aber wir bleiben bei den Augen und zwar bei diesen Augenpads, die sind von der Firma Balea. Das sind die Beauty Effect Augenpads. Hier steht drauf, kühlt und erfrischt bei Schwellungen, Aufpolstereffekt mit Hyaluronsäure. Das ist also auch ähnlich wie dieses Augenserum, aber das benutze ich schon mal, was weiß ich, am Wochenende, sonntags, morgens, irgendwie, wenn man samstags vielleicht was länger gefeiert hat oder so, einfach um nochmal einen Kick mehr zu geben. Das sind in dieser Packung hier sind 3x2 Pads drin. Die sind in solchen Tütchen hier verschweißt und die sind relativ nass, so will ich es mal sagen. Also die sind jetzt wirklich richtig feucht, triefend und die gebe ich mir dann eben hier unterhalb der Augen auf und lasse die so 10, 20 Minuten einwirken, je nachdem, wie viel Zeit ich dann eben gerade dafür verwenden möchte. Das ist wirklich so ein ganz toller frischer Effekt. Also das kann ich euch sehr empfehlen und die sind auch nicht besonders teuer. Teuer hingegen ist das dritte Produkt, was ich euch zum Thema Augen zeigen möchte. Das ist nämlich dieses hier. Da ist schon die Schrift so ein bisschen ab, weil ich das jetzt schon fast aufgebraucht habe und eben auch oft in meinem Beauty Case, was ich immer zum Fitnessstudio mitnehme, da ist das immer drin und dann ja, stößt sich da so die Beschriftung ab. Aber das ist auf jeden Fall von Clarins, das Total Eye Lift oder die Total Eye Lift Augencreme. Und die hatte ich euch schon mal in einem Video auch gezeigt oder erwähnt. Und die benutze ich dann eben nach diesem Augenserum. Die legt sich dann wie so ein pflegender Film nochmal auf diese Partie unter den Augen, sodass die wirklich deutlich gepflegt ist. Also so ein Serum allein reicht auf keinen Fall, sondern ihr braucht auf jeden Fall, wenn ihr in meinem Alter seid, ich bin jetzt 54, dann braucht ihr auf jeden Fall noch eine Pflege nach diesem Serum. Etwas, was auch ein bisschen Fett enthält. Und das ist jetzt nicht total fettig oder so, aber ihr wisst schon, was ich meine. Das ist so eine smoothe Textur hat die dann. Und die klopfe ich mir dann eben auch nochmal unter die Augenpartie ein und um die Lippen. Und die lässt auf jeden Fall dann die Fältchen auch nochmal optisch deutlich verschwinden. Und ich habe ein wirklich sehr, sehr angenehmes, gepflegtes Gefühl mit dieser Augencreme. Und die eignet sich auch sehr gut als Make-up-Unterlage dann.
Weiter geht's mit einer Foundation. Und zwar ist da mein absoluter Favorit die Foundation, die ich auch heute aufgetragen habe. Nämlich, das ist die 100% Pure Second Skin Foundation. Die habe ich euch mal in dem Video über Naturkosmetik gezeigt. Und ich bin davon total begeistert. Ich habe euch jetzt, kann euch jetzt leider keine Originalgröße zeigen. Ich blende sie gerne mal ein, weil ich jetzt, ich hatte mir davon so Pröbchen bestellt. Und die Originalgröße zwar jetzt schon bestellt, die ist aber nicht mehr rechtzeitig eingetroffen. Und ich habe eben heute noch mein letztes Pröbchen verbraucht. Und ich liebe diese Foundation, weil die eben von den Inhaltsstoffen so mega von der Zusammensetzung ist. Und dennoch finde ich, dass sie genau macht, was sie eben machen soll. Dass die eben an so ein schönes Hautbild zaubert. Einen ebenmäßigen Turn mit einer mittleren Deckkraft. Man glänzt nicht total. Also ich mag sie unheimlich gerne, diese Foundation. Ja, wer sich interessiert, dem blende ich nochmal gerne das Video ein, in dem ich ganz intensiv nochmal auf diese Foundation auch eingegangen bin. Mich hat die Foundation auf jeden Fall total überzeugt, auch wenn sie preislich kein Schnäppchen ist. Ja, auch aus dem konventionellen Kosmetikbereich habe ich eine Foundation, diesmal aus dem Drogeriebereich, die ich euch sehr empfehlen kann. Und zwar ist es die L'Oréal aus der Serie Age Perfection, die L'Oréal, Serum in Make-up Foundation. Serum in Make-up Foundation. Ich halte sie mal kurz in die Kamera. Hier ist auch die Schrift schon etwas abgestoßen. Ich habe sie in der Farbe 250 jetzt sehr oft benutzt in letzter Zeit. Und sie eignet sich einfach hervorragend für den Alltag. Sie hat auch eine mittlere Deckkraft und tut genau, was sie soll. Also sie wie schon drauf steht, Serum in Make-up. Sie pflegt die Haut so ein bisschen, also man hat auf gar keinen Fall nachher so ein Trockenheitgefühl, so ein trockenes Hautgefühl. Man glänzt aber jetzt auch nicht unangenehm. Also es ist wirklich eine sehr angenehme Foundation, auch mit einer mittleren Deckkraft und ja, für den Alltag auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Jetzt zwischendurch einfach mal zu meinem eigenen Produkt, meinem allerersten eigenen Produkt, was mein Logo trägt und was von mir selbst designt wurde, nämlich eine Yogamatte oder Fitnessmatte, je nachdem, wie ihr das gerne nutzen möchtet. Und zwar ist das diese Matte hier, Sekunde, ich halte sie mal in die Kamera, es wird etwas laut. Das ist diese Matte hier. Man kann die leider nicht ganz sehen. Ich blende euch aber auf jeden Fall mal ein Bild ein, wie die Matte im Ganzen aussieht. In der Mitte ist so eine Pupille und die ganze Matte ist, die ist aus 100% Naturkautschuk, also aus Vollgummi. Die ist jetzt einfach zu groß, um sie komplett in die Kamera zu halten. Auf jeden Fall ist es eine 5 mm dicke Vollkautschukmatte, die liegt, wenn man sie auf den Boden legt, total satt auf. Das heißt, wenn ihr die jetzt aufgerollt hattet, also die war jetzt gerade aufgerollt, und ihr werft die einfach so auf den Boden, dann macht es einfach nur Platsch und die liegt da. Da stehen keine Ecken hoch, da stehen keine Kanten hoch. Und das finde ich eben ganz besonders toll. Ihr habt keine Stolpergefahr und es ist auch am Anfang nicht die ganze Zeit so, sagen wir mal, ihr nehmt so eine Matte mit zum Kurs, dann ist das ja oft am Anfang, dass die so hochgebogen ist irgendwie. Das stört ja irgendwie auch total. Und bei der Matte ist das nicht so. Also da habe ich schon sehr lange auch nach mich beschäftigt, also das richtige Material, das richtige Produkt eben zu finden. Und ich hatte da bestimmt 8 oder 10 verschiedene Firmen, die ich da hinzugezogen habe und habe mir Matten machen lassen, jeweils immer mit meinem Design auch. Und die Matte hat dann das Rennen gemacht einfach, weil mich das total überzeugt hat. Diese dicke Qualität, also 5 mm dick ist die. Dann hat sie oben so ein Velour, die ist relativ schwer dadurch übrigens. Also die ist nicht ganz so leicht wie diese TPE-Matten, die ihr vielleicht sonst kennt, sondern die ist schon ein bisschen schwerer. Dadurch liegt die eben auch gut auf und die hat auf der Oberseite so eine Velour-Schicht. Und die ist dann eben vollflächig bedruckt, übrigens auch mit meinem Logo hier unten. Ja, und ja, auf der Matte könnt ihr eben hervorragend, ich lege sie mal zur Seite, auf der Matte könnt ihr eben hervorragend sowohl Yoga machen als auch trainieren, weil sie wirklich eine gute Dämpfung auch bietet. Also da tut nichts an den Knien weh, wenn ihr darauf kniet und bestimmte Übungen macht. Also ich bin selbst sehr überzeugt von dieser Matte und mir hat es auch einfach Spaß gemacht, da ein eigenes Design für zu kreieren. Und ich habe die erstmal in einer wirklich ganz kleinen Stückzahl
erstmal machen lassen, sodass, wenn ihr euch so eine Matte kaufen würdet, würde ich mich natürlich mega drüber freuen. Dann sind da nicht so viele von da, wollte ich damit sagen, weil ich dachte, ich mache immer wieder neue Designs. Das heißt, ich fange jetzt einfach mal mit einem Design an und wenn das dann ausverkauft ist, also in der Zwischenzeit, entwerfe ich dann neue Designs und werde die dann wieder produzieren lassen, sodass es dann immer verschiedene Designs, aber in ganz geringen Auflagen nur gibt, sodass es auch bestimmt nicht passieren wird, dass ihr dann zum Beispiel, wenn ihr die mit zum Kurs nehmt, jemand anders die gleiche Matte hat, es sei denn, ihr kennt euch und habt die jetzt, sagen wir mal, zusammenbestellt oder so. Und zu der Matte gibt es auch noch so ein Band dazu, also hier so ein Strap, der ist aus Baumwolle, ziemlich fest, auch mit meinem Logo drauf. Und damit könnt ihr die Matte einerseits super transportieren, aber man kann auch bestimmte Dehnungsübungen oder also bei Yoga kann man auch bestimmte Unterstützungsübungen damit dann machen mit diesem Band hier. Das ist auch noch dabei. Momentan gibt es die Matte nur auf meiner eigenen Webseite zu kaufen. Ich plane aber die dann eben auch nochmals vielleicht bei eBay oder bei Amazon zu verkaufen. So ganz klar ist mir das noch nicht. Ich habe gedacht, ich biete sie jetzt erstmal auf meiner eigenen Seite an. Und da ich da noch gar keine Werbung für geschaltet habe, seid ihr jetzt sozusagen die Ersten, die jetzt mit dieser Matte konfrontiert werden, die Ersten in der Öffentlichkeit, die damit konfrontiert werden. Für mich war das ein langes Projekt, deshalb rede ich auch so lange darüber, ich hoffe nicht zu lang, aber für mich war das wirklich ein langes Projekt, was einige Monate gedauert hat, von der Idee, bis ich dann die erste Matte dann in Händen hielt, weil dazwischen viele Schritte eben auch waren, zwischengelegen haben. Und ja, ich bin jetzt mega stolz und freue mich total darüber, dass ich jetzt mein erstes eigenes Produkt habe. Weiter geht's mit einem Favoriten aus dem Bereich Haarpflege. Und zwar habe ich da ein Finishing Serum von der, das heißt Eils Formula Finishing Serum. Das ist dieses hier. Das ist ein Haarserum, das ich auch in meinem letzten Video über diesen Dyson Föhnaufsatz, ich blende es euch gerne mal ein, da habe ich drüber gesprochen, weil ich das eigentlich immer benutze und da habe ich es eben nochmal erwähnt. Also ich gebe da immer einen ganz kleinen Klecks von in die Handfläche und den gebe ich dann in das nasse Haar, verteile das gut und das ist gleichzeitig pflegend und gleichzeitig auch ein Hitzeschutz. Und man kann das Produkt auch auf das trockene Haar auftragen, also wenn man jetzt noch so fliegende Haare hat, die ich ja jetzt nicht mehr habe wegen diesem Föhnaufsatz, den ich da gezeigt habe, aber normalerweise hilft das auch super, um die Haare noch so ein bisschen geschmeidiger zu machen, dass man das dann sozusagen in die Haare dann nochmal so reingeben kann, ganz zum Schluss. Da muss man es allerdings auch wirklich lange einarbeiten, also wirklich immer so ziehen dann, also immer so durch die Haare gehen mit den Händen, bis man das Gefühl hat, dass es jetzt wirklich so verschwunden ist. Und dann hat man ein glänzenderes Ergebnis. Also die Haare glänzen einfach ein bisschen mehr. Es fliegen nicht so viele Haare und die fühlen sich schön gepflegt an und sehen auch gepflegt aus. Ja, das nächste Produkt, das ich euch zeigen möchte, ist aus dem Bereich Zahnpflege. Das ist jetzt vielleicht lustig, dass ich jetzt plötzlich mit Zahnpflegeprodukten komme, aber es war so, ich hatte so eine Zahnpasta benutzt, die so den Zahnschmelz aufbaut. Und dann habe ich irgendwie nach einiger Zeit des Benutzens gedacht, komisch, irgendwie finde ich, dass meine Zähne irgendwie fleckig geworden sind. Also fand ich sehr unangenehm. Da habe ich gedacht, um Gottes Willen, wie kriege ich denn jetzt diese Flecken wieder runter? Und habe dann eine ganz normale Zahn, habe die Zahnpasta abgesetzt, weil ich dachte, vielleicht hängt es damit zusammen. Ich kann es nicht sagen, womit es zusammenhängt. Vielleicht hängt es damit zusammen. Und habe die abgesetzt und mir eine Zahnpasta mal gekauft, die so angeblich für extra weiße Zähne sorgt, indem sie Flecken beseitigt. Und das ist diese hier. Ich halte sie mal in die Kamera. Eye White gegen Dark Stains. Also das ist eine Instant Teeth Whitening Toothpaste, also eine Zahnpasta, die die Zähne intensiv weißer macht. Das stimmt aber so jetzt nicht. Also die Zähne werden jetzt nicht intensiv weißer damit, sondern man kann so Flecken nach und nach damit entfernen. Und ich habe da einen ganz guten Eindruck von, dass ich diese Flecken eben mit Hilfe dieser Zahnpasta wieder entfernt bekommen habe. Die Zahnpasta ist weiß und hat so kleine blaue Pünktchen da drin und mir ist aufgefallen, wenn die Pünktchen aufplatzen, also die platzen auf, also wenn man das mal so über die Hand reibt, dann wird es schwarz, weil nämlich in diesen kleinen Pünktchen, das sind keine Pünktchen einfach nur, das sind so Kügelchen, da ist anscheinend Aktivkohle eingekapselt. Ob das jetzt
gegen die Flecken wirkt oder was auch immer da jetzt genau welcher Inhaltsstoff gegen die Flecken gewirkt hat, das kann ich euch nicht genau sagen. Auf jeden Fall kann ich nur sagen, dass ich ganz zufrieden damit bin. Das ist jetzt kein Wunderwerk, also es ist jetzt nicht so, dass man denkt, wow, jetzt habe ich aber 10-mal weißere Zähne, gar nicht, sondern einfach nur, dass ich den Eindruck habe, dass die Flecken damit so ein bisschen wieder sich verdünnisiert haben. Und das Ganze habe ich wohl zusammen mit einer Mundspülung benutzt. Das ist diese hier von Listerine. Die heißt irgendwie Advanced White. Also diese Kombination habe ich dann morgens und abends jetzt immer benutzt oder angewendet, um dann eben, also hier steht, für weißere Zähne in nur einer Woche ohne den Zahnschmelz anzugreifen. Das sind immer so Sprüche, finde ich. Ich glaube da nicht dran und ich sehe das auch nicht so, aber ich sehe eben, dass es insgesamt ein bisschen besser geworden ist. Und dann ist es für mich schon eine Empfehlung. Ja, zu der Geschichte kann ich auch noch was Kurzes erzählen oder zu diesem Produkt kann ich noch eine kleine Anekdote erzählen. Nämlich diese Zahnspülung, das ist ja eine ziemlich große Flasche hier oder Mundspülung, die habe ich in meiner Schublade von meinem Waschtisch. Und da die da nicht stehend reinpasst, habe ich die hingelegt. Dann bin ich so abends, also als ich die dann neu hatte, bin ich so abends ins Badezimmer nochmal, habe gedacht, riecht aber echt stark nach dem Zeug. Komisch. Vielleicht hat mein Mann die ja auch jetzt irgendwie für sich entdeckt und auch benutzt. Weil ich meine, also dass ich sie benutzt hatte, war dann schon ein bisschen her. Und dann kam es, bin mitten in der Nacht auf die Toilette gegangen und habe kein Licht angemacht, weil ich das nie mache, weil ich dann immer Angst habe, dass ich dann wieder wach werde durch diesen Lichteinfall und gar nicht mehr einschlafen kann. Also habe ich wie immer kein Licht angemacht und habe im Badezimmer, ich bin durchs Bad gegangen, habe noch im letzten Moment gedacht, boah, jetzt ist der Horror aber richtig extrem. Und was war? Platsch. In dem Moment lag ich auch schon da. Diese Zahnspülung war offensichtlich ausgelaufen in diese Schublade, weil ich die nicht richtig zugedreht hatte. Und ich bin in einem See von Mundspülung, bin ich ausgerutscht und habe mich sowas von hingelegt nachts. Ich möchte das jetzt nicht ausführlich alles erzählen, aber es gab auf jeden Fall viele blaue Flecken. Und das war die Anekdote am Rande. Trotzdem empfehle ich das Produkt als solches und achtet, wenn ihr das kauft, immer darauf, wenn ihr es hinlegen müsst, die Kappe macht dann nochmal Klick, dass ihr sie wirklich richtig zuschraubt. Wo wir gerade bei dem Thema Schlafen sind, ich hatte euch in einem viel früheren Video von einigen Monaten, habe ich das gemacht, mal eine Decke gezeigt, eine Therapiedecke oder Gewichtsdecke. Und das kann ich nur wiederholen, hat sich wirklich zu einem Favoriten, zu einem Jahresfavoriten für mich entwickelt. So kann ich es nennen, weil ich sehr, sehr, sehr begeistert bin von dieser Gewichtsdecke. Das ist diese Decke, eine Gewichtsdecke, die sehr schwer ist. Und die wird dann die wird bezogen. Das ist jetzt das Innenleben sozusagen. Das ist die Decke. Und die, ich kann es jetzt nicht so lange hochhalten, weil ich hier stehe. Die wiegt nämlich, meine Decke wiegt jetzt hier 7 Kilo oder 7,5, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und die hat solche mini kleinen Kassetten alles, also nicht so große. Und in diesen Kassetten befinden sich kleine Glaskügelchen. Und die machen dann das Gewicht. Also die Decke an sich ist gar nicht besonders dick. Also man denkt jetzt bei Gewichtsdecke irgendwie an was ganz Fettes. Nee, ist gar nicht so, sondern die ist sogar relativ dünn. Und man kann sie zu seiner normalen Decke dann sogar im Winter benutzen. Und damit habe ich lege es jetzt nochmal wieder weg. Auf jeden Fall mit dieser Decke habe ich die Erfahrung gemacht, dass mein Schlaf dadurch irgendwie, ja, die unterstützt den auf jeden Fall. Weil es ist ja so ein Gewicht auf dem ganzen Körper, so ein gleichmäßiges Gewicht auf dem ganzen Körper. Und ich denke, das hat irgendwie was mit diesem Gefühl von Geborgenheit zu tun, dass man dadurch vielleicht besser, also ich schlafe auf jeden Fall damit besser und ich denke, dass viele damit besser schlafen, sonst würden diese Decken nicht so gut laufen, weil wenn man mal im Internet googelt, also es gibt sehr viele Anbieter von solchen Decken mittlerweile. Ich habe mich natürlich im Vorfeld auch sehr intensiv damit beschäftigt, mit diesen Decken. Und da gibt es auch durchaus Unterschiede. Es gibt welche mit Sand gefüllt, da hätte ich dann irgendwie nachher Angst, dass der Sand vielleicht rausrieselt oder so, wenn der Stoff so ein bisschen undicht wird. Und es gibt welche, die haben viel größere solche Kassetten. Die hat ja relativ kleine Kassetten, sodass das Gewicht auch sehr, sehr gleichmäßig über die Decke verteilt ist und nicht so, es ist nicht so eine Säckchenbildung, so nennt man das, glaube ich. Ja, man kauft dann passend einen Bezug dazu, weil der Bezug, der wird richtig außen sozusagen an der Decke, also die Decke wird in dem Bezug so befestigt, dass die nicht rumrutschen kann, sodass man jetzt nicht dann nachts irgendwie plötzlich das ganze Gewicht nur an Füßen hat, sondern das ist wirklich sehr angenehm.
Und ja, mir hilft diese Decke durchaus. Also es ist jetzt auch kein Wunder. Es gibt in dem Fall auch für mich keine Wunder, die jetzt irgendwie mir helfen bei schlechtem Schlafen, sondern das ist einfach ein Produkt, was jetzt einen großen Fortschritt für mich gebracht hat, dass ich einfach nicht mehr so zappelig bin, was ich nämlich meistens bin nachts, wenn ich wach werde, sondern dass ich einfach ruhiger bin. Wahrscheinlich dieses gehaltene Gefühl, was man dann so hat, wenn man da so drunter liegt. Ja, mein Mann hat übrigens, der hat gesagt, lass mich da auch mal liegen, lass mich das mal testen. Und war da so begeistert, dass er auch eine haben wollte. Und man kauft die so nach Körpergewicht. Also das heißt, wenn ihr so eine Decke kauft, dann kauft euch jetzt nicht eine mit 12 Kilo, es sei denn, ihr wiegt jetzt zufälligerweise 120 Kilo schon selbst, dann wäre das richtig. Sondern man kauft eigentlich so nach seinem eigenen Körpergewicht 10 bis 15%, vielleicht 10, 12% von seinem eigenen Körpergewicht. Und ich habe jetzt halt eine Decke gefunden, die 7 Kilo hat. Jetzt nicht, weil ich 70 wiege, sondern weil das die kleinste oder leichteste Decke dann eben war. Und ich finde es auch sehr angenehm. Ich hatte mal eine getestet, dann noch mit 9 Kilo. Die war mir dann wirklich zu schwer. Also ich fand diese 7 Kilo für mich echt ideal. Und für mich ist das ein absoluter, also der hat auf jeden Fall, das ist ein Game Changer, was dieses Zappelige betrifft. Also ich bin damit ruhiger geworden. Und etwas weiteres, was ich jetzt auch seit ganz kurzem noch zu dem Thema Schlafen für mich entdecke oder gerade dabei bin zu entdecken, ist, kennt jeder Baldrian. Und das war bei mir immer so, dass ich dachte, ja, Baldrian, was soll denn Baldrian? Das ist viel zu schwach irgendwie, was soll ich damit machen? Man nimmt einen Baldrian und denkt so, jetzt schlafe ich aber nicht davon. Was ich aber irgendwie nie so bedacht habe, ist, dass Baldrian erst wirkt, wenn man das schon ein paar Wochen nimmt. Also nicht, das wirkt nicht nach ein, zwei Tagen, sondern man sagt, dass das vielleicht schon nach zwei, drei Wochen wirkt. Und ich habe das Gefühl, dass das jetzt bei mir anschlägt. Also ich habe das jetzt seit 1,5 Wochen, habe ich das jetzt, dass ich das jeden Abend nehme. Und da zeige ich auch sehr gerne gleich auch mal, welches Baldrian ich da nehme, weil es dann nämlich auch wiederum Unterschiede gibt. Und ich habe das Gefühl, dass das mich auch wiederum so ein bisschen ruhiger macht und dass das denn eben auch für mich, also mir persönlich gut tut. Also solltet ihr Probleme mit schlechtem Schlaf haben, vielleicht ist das ja auch für euch ein Versuch wert, das einfach mal durchzuhalten, Baldrian einfach mal länger zu nehmen. Und ich habe jetzt hier Baldriparan, stark für die Nacht. Da sind nämlich, wie viel ist da drin? Da steht, eine überzogene Tablette enthält 441,35 Milligramm Trockenextrakt aus Baldrianwurzel und dann steht da in Klammern 6,0 zu 7,4 und den Rest kann ich nicht lesen, zu 1. 7,4 zu 1, genau so. Das heißt, es ist ein Konzentrat und das ist das Ausschlaggebende. Ich hatte mich auch hiervon blenden lassen. Hier steht 700 Milligramm, habe ich gedacht, ja, das ist ja doppelt so viel. Das ist aber einfach Baldrian-Wurzelpulver. Also dann bräuchte man meines Erachtens dann, wenn man alleine das mal hochrechnet, wirklich deutlich mehr von, um die gleiche Wirkung zu haben oder um den gleichen Wirkstoff zu sich zu nehmen, wie mit einer einzigen Tablette von diesem Baldriparan. So, jetzt habe ich gerade festgestellt, dass ich beim Batteriewechsel anscheinend die Kamera, habe ich gar nicht gemerkt, so ein bisschen doof habe. Ich mache das jetzt mal gerade. So, so ist besser, glaube ich, ne? Da sieht man nicht so viel von der Decke so nach oben. Ja, auf jeden Fall habe ich das nicht gemerkt. So, zu diesem Baldrian nochmal zurück. Also für mich ist es so, dass ich jetzt ein bisschen was merke, dass es durchaus helfen könnte. Auch wie gesagt, nicht so, wow, ja, alles ist anders, sondern einfach so ein bisschen. Und vielleicht wird es ja auch noch ein bisschen mehr, wenn ich das jetzt wirklich über ein paar Wochen mal nehme. Mein nächster Favorit, den ich auch schon seit langer Zeit benutze und auch momentan auch aufgetragen habe, ist von Dior dieser Lip Maximizer. Das ist ein Hyaluronic Lip Plumper und der hat hier auch eine Farbe. Ich sehe jetzt nicht, ob hier eine Farbnummer drauf steht, weil ich das jetzt ohne Brille gar nicht erkennen kann. Und ich benutze ihn einfach so als wie ein Lipgloss. Der hat eine schöne Farbe gleichzeitig. Also wenn ich jetzt nicht einen Lippenstift benutze, dann benutze ich sehr gerne diesen Lip Maximizer. Ob der jetzt eben dickere Lippen macht, wage ich auch zu bezweifeln. Man hat so ein bisschen so ein minziges Gefühl nach dem Auftragen, nicht so stark, sondern eher relativ schwach, finde ich so, also angenehm noch. Und ich mag einfach gerne den Farbton, diesen ganz leichten Pinkton und das Glossige. Ich schreibe euch gerne sonst auch mal unten in die Infobox rein, was das hier für eine Farbnummer ist.
Und ein weiteres Beauty-Produkt, das ich euch empfehlen kann und auch schon tausendmal empfohlen habe, und die Dose sieht auch schon wirklich ganz schlimm aus, das ist dieses hier. Das ist von Make-Up Coach, kann man wirklich nicht mehr lesen. Der ganz normale Puder, den da, diesen, wie heißt der, Zauberpuder, den es da gibt bei Make-Up Coach auf der Seite, der wird ja auch ziemlich gehypt und ich mag den eben auch sehr gerne. Der will nichts Eigenes, der mattiert einfach und macht einfach einen smoothen, ein smoothes Finish, finde ich. Also mehr musste auch nicht können, meines Erachtens, ein Puder. Und für mich ist es ideal, weil er auch farbneutral ist. Hat er überhaupt eine Farbbezeichnung? Nee, hat er tatsächlich nicht. Und ja, also das ist so ein Favorit, den ich auch schon seit längerer Zeit benutze und deshalb sehr gerne weiterempfehle. Der nächste Favorit, den ich für euch habe, kommt aus dem Bereich Körperpflege und diesmal ist er von der Firma Isana. Ich bin ja oft so ein Balea-Fan, aber das Produkt ist jetzt von der Firma Isana und ist ein Dekolleté-Serum. Hier steht straffende Pflege, Dekolleté-Serum für Brust, Dekolleté und Oberarme mit Active-Shape-Formel für straffere und glatte Haut. Ich liebe dieses Serum, weil es sich gut anfühlt. Weil es irgendwie, ja, normalerweise mache ich es so, dass ich irgendwie eine Creme für den Hals und für, für das Dekolleté benutze, die vielleicht nicht die allerteuerste Gesichtscreme ist. Aber ich habe mir dieses Serum einfach mal gekauft, weil ich dachte, komm, das ist jetzt speziell dafür, ist es natürlich Quatsch. Man kann das überall anwenden und man kann natürlich auch eine andere Creme sich aufs Dekolleté schmieren. Aber ich mag das irgendwie auch ab und zu so ein Produkt zu haben, was so ein bisschen speziell ist. Und das hat so einen angenehmen Duft. Also das ist so, ich kann das ja mal gerade einmal zeigen von der Konsistenz her. Also das ist hier relativ, wie es schon heißt, Serum, relativ flüssig. Und ja, ich finde, das ist eine unheimlich angenehme, es lässt sich unheimlich angenehm so einarbeiten in die Haut und ist dabei so ganz, das bildet so einen ganz glatten, also ganz leicht glatten, gepflegten Film. Natürlich trocknet das jetzt auch irgendwann, aber trotzdem, das ist einfach, also der Duft ist schon mal Frosch im Hals. Der Duft ist schon mal extrem, also die duftet extrem. Ihr müsstet vielleicht tatsächlich mal testen, ob ihr das überhaupt mögt, diesen Geruch, weil es ist schon relativ stark. Also ich mag den Geruch und was ich eben schön finde, ist, man hat ja diese Trockenheitsfältchen so im Dekolleté-Bereich, dass die damit auf jeden Fall gemildert werden. Ja, und ob das jetzt auch wirklich straffend ist oder das sei jetzt mal dahingestellt. Wir glauben jetzt einfach mal daran und benutzen es, also oder ich glaube einfach mal daran und benutze das Produkt und ich weiß ja, dass das nicht so tief in die Haut dringt, dass die Haut jetzt wirklich da gestrafft werden kann, aber alleine wenn schon eine Illusion von einer glatten, straffen Haut vorübergehend entsteht, ist das ja auch schon was wert. Wo wir beim Cremen sind, habe ich noch eine andere Creme, die ich sehr, sehr liebe und das ist diese hier. Das ist die Weleda Skin Food Body Butter. Das ist jetzt genau das Gegenteil von dieser Creme hier. Also diese Creme riecht übrigens sehr blumig und das hier riecht total zitronig. Aber warum ich sage genau das Gegenteil von dieser Creme, ist die Konsistenz. Die Konsistenz ist wirklich, ich halte mal hier so ein Klümpchen hier hin, das ist wirklich wie so ein Klümpchen Butter erstmal. Body Butter heißt ja auch. Und die eignet sich hervorragend jetzt im Winter für so trockene Hautstellen. Das heißt, also man kann die überall benutzen, aber wenn man, sagen wir mal, so trockene Knie hat, trockene Ellenbogen, Schienbein, sowas, oder auch manchmal benutze ich die tatsächlich, als ich dieses Dekolleté-Serum jetzt nicht benutzt habe, sondern so im Winter, habe ich die einfach so am Hals benutzt, weil ich immer das Gefühl hatte, dass dann ist der Hals so geschützt. Also das bildet wirklich so einen richtig fetten Schutzfilm auf der Haut. Ist auch jetzt erstmal ein bisschen fettig am Anfang, zieht aber durchaus ein. Also die Erfahrung habe ich gemacht, dass sie durchaus einzieht und lässt wirklich ein total angenehmes, ja, ein bisschen mattes Hautgefühl. Also so ein, ja, so ein gepflegtes, wie so eine Wachsschicht auf der Haut. Hört sich komisch an, eine Wachsschicht auf der Haut, aber ihr wisst bestimmt, was ich meine. Also ich finde die ideal eben auch für trockenere Hautstellen. Und wenn ihr total trockene Haut generell habt, kann ich die auf jeden Fall dann empfehlen für den ganzen Körper. Wir bleiben mal beim Thema Cremen. Das nächste Produkt, das ich euch zeigen möchte, ist diese Handcreme hier von Hildegard Braukmann.
Und zwar ist das die, also die heißt Handcreme Nachtintensiv für beanspruchte trockene Hände und Nägel. Also die gebe ich mir, die habe ich immer abends am Bett stehen und die gebe ich mir dann, bevor ich dann das Licht ausmache, gebe ich die mir dann, dann muss ich ja nichts mehr anfassen großartig, dann gebe ich die mir auf die Hände, auf den Handrücken, auf, massiere die so ein bisschen in die Nagelhaut ein, sodass, weil ich habe wirklich im Winter immer extrem trockene Hände, die sind dann so rau, dass ich immer hängen bleibe. Kennt ihr das? Boah, das ist so unangenehm, wenn man zum Beispiel Wäsche auffaltet und dann so an der Wäsche so hängen bleibt mit der trockenen Haut. Das ist irgendwie, ich creme mir einfach auch wirklich zu selten meine Hände ein. Aber wenn man die schon mal abends am Bett stehen hat, dann hat man das schon mal, also kurz vor, direkt da, wo ich den Lichtschalter ausmache, dann denke ich da schon mal eher dran und benutze sie dann eben auch häufiger, als wenn ich sie jetzt irgendwie im Bad hätte oder so. Und das, dann vergesse ich das irgendwie. Und die gibt es übrigens, also die ist von der Konsistenz her, die zieht schon irgendwie ein. Das ist jetzt nicht total, dass man jetzt super fettige Hände hat und nachher Handschuhe anziehen müsste über Nacht. So dick trage ich die auch gar nicht auf, weil das mag ich auch gar nicht. Aber sie ist schon pflegend, ist schon am Anfang fettig, aber jetzt nicht total unangenehm fettig. Und die gibt es auch als Tagescreme mit Lichtschutzfaktor. Und das finde ich ganz toll. Die kann ich euch jetzt gerade nicht zeigen, weil die habe ich nämlich im Büro. Wobei ich mir das auch vergesse, also meistens vergesse, die dann zu benutzen, weil ich immer denke, nee, jetzt gerade nicht. Jetzt, wenn ich am Computer was tippen will, dann gerade nicht. Oder jetzt gerade nicht, weil man will ja immer was anfassen. Die ist jetzt auch nicht total fettig, aber sie ist natürlich, hat man erst nach dem Handcreme benutzen, mal so einen Film auf der Hand. Sie soll ja auch mit den Händen was machen, sie soll die Hände ja auch schließlich pflegen und diese Trockenheit beseitigen. Und wie gesagt, was ich toll an dieser Tagescreme, Handcreme finde, ist, dass sie so einen Lichtschutzfaktor hat. Jetzt sind wir doch tatsächlich fast am Ende. Ich habe nur noch ein Produkt übrig und das ist noch nicht mal ein totaler Favorit im Sinne von Jahresfavorit, sondern das ist allenfalls ein Monatsfavorit, weil ich es erst seit kurzem entdeckt habe. Und zwar ist es ein Duschgel, beziehungsweise gar kein Duschgel, sondern eine Cremedusche. Hier diese von der Firma Urinique, habe ich glaube ich bei DM gekauft. Ich weiß gar nicht, ob Urinique nur DM ist, weiß ich nicht. Die heißt French Grape Luxury Cremedusche mit Traubenkernöl. Also ich finde, dass die sehr angenehm riecht, wenn man das mag. Es ist sehr ein süßer Geruch, so süß und blumig. Und ich mag diesen Geruch gerne und ich mochte auch das Hautgefühl nach dem Duschen sehr gerne. Und ich habe gedacht, das zeige ich euch einfach auch noch kurz. Weil kennt ihr das auch, wenn man ein Duschgel oder eine Duschcremedusche oder sowas benutzt, das ist jetzt hier 250 Milliliter, da kommt man ja schon eine ganze Zeit lang mit aus, dann hat man keine Lust danach, das Gleiche nochmal zu benutzen. Also bei mir ist das so. Ich möchte dann immer was Neues haben. Und deshalb werde ich auch dieses Produkt einfach jetzt mal empfehlen euch. Ja, das finde ich jetzt in diesem Moment gut. Und ich, als nächstes kommt vielleicht ein ganz anderes Duschprodukt, weil ich das irgendwie langweilig finde, beim Duschen immer den gleichen Geruch zu haben und immer das gleiche Produkt zu benutzen. Geht es euch auch so? Ihr könnt mir ja auch sehr gerne mal reinschreiben, was ihr für Duschcreme oder Duschgel-Empfehlung für mich habt, aber schreibt auch immer direkt dann dazu, in welche Richtung der Geruch geht, dann, dass man sich so ein bisschen was darunter vorstellen kann, weil es gibt auch so Gerüche, die mag ich gar nicht. Geht's euch auch so? Also ich mag zum Beispiel persönlich gar nicht den Geruch von Kakao auf der Haut haben. Es gibt ja ganz viele Produkte, die riechen da ganz stark nach Kakao oder Kakaobutter. Also dieses mag ich gar nicht. Oder auch so dieses süße Vanille, diesen süßen Vanillegeruch, den mag ich bei Körperpflegeprodukten auch nicht so gerne. Also ich mag dann lieber entweder zitronig frisch oder ich mag auch aquatische Gerüche und eben auch blumige Sachen. Und beim Blumigen, weiß ich, muss man schon aufpassen, dass es nicht zu süß ist, weil dann ist es ja auch schon wieder extrem. Und das ist schon sehr süß, aber ich mag es, ich weiß nicht, ich mag es gerne. Jetzt bin ich schon am Ende meines Favoritenvideos angekommen. Das ist zugegebenermaßen relativ lang geworden, denke ich. Und vielleicht war für den einen oder anderen von euch ja ein Produkt dabei, was euch jetzt auch irgendwie interessiert. Schreibt mir mal gerne auch eure Favoriten in die Kommentare. Das interessiert mich doch sehr. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal einen super tollen Start ins neue Jahr. Und bis zum nächsten Mal. Eure Rita.